From the third floor, he managed to gather a lot more information about the events in Ludlow. But more importantly, he found out that Charles Wagner, his surrogate father, was a patient there. While looking for him, the boy found a nursery. Their minds would be just ripe for taking. Someone in Ludlow was gathering an army, and Lucius needed to prepare. From the weak minds, he would gain followers. The stronger ones he would sacrifice for more dark powers. Ludlow was burning, and whispers in the hospital kept repeating the same name, Isaac Gilmore. Lucius finally realized that he was, in fact, not the only son of the devil, and that he would have to work for the attention of his father. Okay, wir sind der einzige Sohn des Teufels. Gut. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge Let's Play Lucius. So, unser Gefährt. Bald müssen wir doch unten sein. Keine losen Enden. Oh, da können wir Leute rufen. Vielleicht nutzen wir das ja mal. Hast du was da? Können wir natürlich noch was aufwerten hier. Okay, da sind zwei Türen. Nur mal kurz auf mein Handy schauen. Hoi, hoi, hoi. Hey, buddy, you're not supposed to be here. So. Wir haben das hier, mit können wir ihn einfach töten, theoretisch. Die Flasche Säure hätten wir da reinmachen können. Während er betäubt war. What the damn hell? Hast du schon Kaffee reingelassen? Hey, hey, you're not supposed to be here. What in the damn hell? So, sobald er einen Kaffee trinkt, haben wir einen Kill. This one had some important information on him, too. This floor had a nursery that Lucius was surely inclined to visit. I guess it was all right to take a small detour to visit some younglings. They would be just right for turning into followers. Last night, huh? What? No. Well, that too, but I've just been thinking... Den muss ich also töten. About the kid upstairs? Für Söldnerin. 3643. I sort of feel sorry for the kid. Wie töte ich den am besten? Hey, what was that? Hallo? Out of my way, kid. Du willst gar nicht, dass ich wütend werde. Hey, Mister. Ah. Okay. What the? Okay. Also du sollst jetzt nicht trinken, ne? Das ist deine Kollegin. So. Finally, it was done. Last of the Wagners were gone. And in the end, Lucius would inherit all the wealth the family had gathered. No more people who knew the boy's true nature. The strength of the underworld was returning to the sun,
and he was starting to feel like he could be on top of the world soon. Okay, coole Sache. Hast mich nicht gesehen. I see we've got a visitor here. Here it is. Sie panisch, jetzt trinkt sie keinen Kaffee mehr, ist wahrscheinlich. Ich muss das beobachten, ob sie auch Kaffee trinkt. What in the world? Ich möchte es gar nicht, dass ich wütend werde. Ich habe ein Rennauto hier, ja? Aufpassen, ich habe ein Rennauto. Die Schüsse werde ich bestimmt auch noch brauchen. Ah, ich muss meine Kanone bereit machen. Mister, have crossed the line. You are not gonna get away from me. Dame. Ja, ich kann die aber auch nicht da runterlassen. Willst du nicht nochmal Kaffee trinken oder so? Nein, 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 alles gut. Oh, wie niedlich die schlafen. Ich werde sie gleich töten, junge Dame. Misstrauisch, ja. Hello, handsome. Are your parents around here somewhere? Wow. Oh, sie will Kaffee trinken, das ist gut. Na, junge Dame. Ja. Trink Kaffee. Und pass auf die Neugeborenen auf. Ein Schluck vom Kaffee und die ganzen Jünglinge sind tot. Oh, wir sind vibrant und so willig sind wir. Jetzt geh schon! Junge Dame! Pamela Brown! Pamela, da ist Kaffeemaschine. Du willst Kaffee. Hallo? Oh, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Schippert den Wagen weg. Willst du hier aufräumen, ein bisschen Blut wegmachen oder so? Oh. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Job als Krankenschwester schon schwer ist. Da weißt du, was da hilft? Eine Tasse Kaffee. Schön, wa? Babys sind niedlich. Ganz, ganz niedlich sind die, habe ich gesagt. Kannst du jetzt denken? Ja. Die ist tot. Möchtest du schon von einem Kaffee trinken? Der ist richtig lecker heute. Ganz lecker. Willkommen! Oh, neugeborene Kinder. Zuerst einmal dieses Kreuz da umdrehen. Thank you.
armed robbery and questioning of the homicide. Ja. While wandering the hospital, we happened to find young minds not influenced by any outside factors. It was time to change that. Achso, ich dachte, das macht jetzt so Feuer oder so. Guck mal, wer jetzt Angst hat. Hier, ich werfe ein paar Steine nach dir. Hier. Das war's. Ich wollte da nur Feuer hinmachen. Für eine richtig knalle Explosion. Ich verstehe schon, wie ich das machen müsste. Kombinieren ist alles. Säure mitnehmen. Oh, was haben wir hier? Blut mit Gift. Jawohl, der ist damit tot. Oh, für das Herz. Junge, wieder explodiert. Und die da auch. Seems like a double kill. Could it be a triple kill? Das ist mein Triple Kill. I like it. So, dich töten wir auch. Wie viel haben wir hier? Punkte 2. Wahnsinn. Das bringt mir noch gar nicht so viel. Oh, das ist eine Schüssel. Oh, Kollege. Du hast Sachen gesehen, die du nicht sehen darfst. Steh auf. You should wait here with your parents, son. Ich will den Schlüssel. War auch Wahnsinn, ne, wie hier. Alle drei auch. Oh. Du hast auch einen Schlüssel. Du bist noch abgeschlossen. Na egal, wir machen mal die Mission erstmal. Da wird die Kreise gleich nachher weiter das benutzt. Wir waren nie da drin, ja? Töte sie alle jetzt. Oh, hier liegen scheiß weg nach Sachen. 7921. Dann geht zurück nach Hause, oder was? 7921. At this point, he called me. There were no words, but somehow I knew that I would have to wait for him at the morgue. It was strange how each moment I felt more connected to this kid. Kann ich dich eigentlich noch irgendwie ganz easy töten? Was ist das für ein Raum? Ach, I don't care. Mission erfüllt. Mission ist erfüllt.
Okay. Werkzeuge können benutzt werden, Gegenstände und zerstören. Ja, gut, schön. Charles finally gone. Powers gained and followers turned. I was waiting for him at the morgue exit, but a few more souls remained in the hospital that would surely give some extra credit for the kid. The hospital administrator had to be stripped down to his last breath to face the judgment of the underworld. Isaac Gilmore was born in this hospital, and the hospital kept his medical records. While looking for the morgue, Lucius found out that these actually contain some very useful information. It was the last stop before leaving the hospital behind. Okay, einen letzten Typen wir noch töten. Oder auch bei der nächsten Folge, ja? Danke fürs Zuhören, Schlüssel 3 Euroki. Bis dann und tschüss.